بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد. Alles Lob gebührt Allah subhanahu wa ta'ala, dem Herrn der Welten, dem Alabama, dem Barmherzigen, dem Herrscher am jüngsten Tag. Und Frieden und Segen sei auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Frieden und Segen sei auf ihm, seine Gefährten und jene, die ihn folgen werden, bis zum Tag der Auferstehung. Alhamdulillah, wir haben Ende Ramadan, kann man sagen. Und der Ramadan ist vorüber. Und es bleibt auch nicht mehr viel übrig. Und das ist eigentlich der letzte Vortrag jetzt im Ramadan. Und eigentlich kann man uns ja schon verabschieden von dem Monat. Ne? Man kann sagen, auf Wiedersehen. Weil wahrscheinlich fasten wir noch morgen. Je nach Mondsichtung fasten wir noch Dienstag. Aber dann ist finito. Also es bleiben noch 2 Tage Fasten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von jedem Einzelnen annehmen. Aber wenn wir auf Wiedersehen zu Ramadan sagen, ist es nicht so, dass wir auch uns verabschieden von Taqwa, von Gottesfurcht oder uns verabschieden vom Gebet oder uns verabschieden vom Dhikr, uns verabschieden von dem Koran. Weil das geschieht, das ist ein Phänomen. Ein Phänomen in der heutigen Umma ist, dass wir genauso handeln. Dass wir im Ramadan eine gewisse Gottesfurcht aufbauen, auch gottesfürchtig handeln in sehr vielen Dingen. Aber sobald der Monat vergeht und vielleicht manchmal sogar, wenn die 27. Nacht vorbei ist, alles so sich auflöst, so wie Staub, als wäre es gar nicht da gewesen. Eine Sache, die wir verstehen müssen, die auch Salih al-Fawzan erwähnte, liebe Geschwister, ist, dass die Rechte Allahs, die der Besitz von uns, yani Allah hat ein Recht von uns, als er uns erschaffen hat. Und zwar, dass wir ihn allein dienen und keinen Schirk begehen, richtig? Die Rechte Allah subhanahu wa ta'ala hören nicht auf mit einem Monat. Weil viele Muslime, sobald der Ramadan vorbei ist, sie heben die Rechte auf, als hätte Allah subhanahu wa ta'ala keine Rechte mehr darüber. Yani, ich muss nichts mehr machen. Die Rechte Allah subhanahu wa ta'ala hören auf mit dem, was Allah subhanahu wa ta'ala in seinem Buch sagt. Und zwar in Sure 15 in Vers 99. وَعَبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. Und diene deinen Herrn, bis die Gewissheit zu dir kommt. Bis Al-Yaqin auftaucht, so lange musst du Allah azza wa jal dienen. Denn das Recht Allahs über seinen Diener ist, dass sein Diener ihn dient. Und wenn der Diener Allah dient und keinen Schirk macht, welches Recht hast du dann? Dass du belohnt wirst im Paradies. Die Rechte Allah subhanahu wa ta'ala hören auf, wenn Al-Yaqin auftaucht. Al-Yaqin in diesem Vers ist nichts anderes, was unsere Vorfahren gesagt haben. Und andere, Salih ibn Abdullah und andere. Al-Yaqin ist Al-Maut. Huwa Al-Maut. Wenn du Tafsir liest, steht Al-Yaqin Huwa Al-Maut. Das ist der Tod. Mit dem Sterben hebt sich das Recht auf. Wenn du stirbst, dienst du nicht mehr, musst du nicht mehr dienen. Im Sterben oder im Grab gibt es kein Gebet, gibt es kein Fasten, gibt es kein Dhikr, gibt es kein Spenden, nichts davon. Brauchst dich keine Sünden fernzuhalten, musst du dich guten Taten nicht nähren, ja, du bist tot. Dort hebt Allah Azza wa Jalla das Recht auf. Die Muslime machen es genau umgekehrt. Sie machen, liebe Geschwister, im Ramadan, heben sie, wenn der Ramadan sich beendet, heben sie das Recht auf. Ja, dann muss ich nicht mehr beten. Da habe ich auch mit Fasten nichts mehr zu tun. Da habe ich auch nichts mit Gutem zu tun. Weil guck mal, wenn Allah azza wa jal sagt, wa'abbud, und dient euren Herrn, wa'abbud rabbak. Wenn Allah sagt, dient euren Herrn, was ist Ibadah? Hier in diesem Vers, liebe Geschwister, was die Mufassirun sagen, ist, alle Pflichten sind hier mit beinhalten. Allah sagt hier, alle Pflichten, die Allah subhanahu wa ta'ala über uns gelegt hat, ist in diesem Vers festgehalten. Yani, alles, was Allah angeordnet hat, oder der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, das musst du machen, bis der Tod dich erreicht. Im Endeffekt ist uns das klar, weil wir sind aus diesem Grund erschaffen worden. Wir glauben daran, wir Muslime glauben daran,
dass wir erschaffen worden sind, auf dieser Erde gebracht worden sind, nicht aus Spiel und Spaß oder aus Zeitvertreib. Wir sind erschaffen worden, damit wir Allah dienen. Hatta al-Yaqin. Bis der Yaqin, die Gewissheit, der Tod uns erreicht. Warum nennt ihn auch Allah Azzawajal Gewissheit? Weil wenn der Tod gekommen ist, für alle Zweifler, für alle Leute, die sagen, könnte, vielleicht, weiß ich nicht, komm, woher habt ihr das? Wenn Allah Azzawajal den Tod schickt, schickt er eine Gewissheit. Weil danach sehen die Menschen Al-Barzakh, Malik al-Maut, die Leichentücher, wo wir gewickelt werden. Und die Engel bringen dich über die sieben Himmel, von denen du gehört hast, als du Isra und Miraj gelernt hast zum Beispiel. Dann siehst du das Grab, dann siehst du Munkir und Nakir, die dich auferstellen. Also von daher ist das eine Gewissheit. Jetzt gibt es keine Zweifel mehr. Jetzt gibt es kein Fragenzeichen. Wenn du jetzt Fragenzeichen hast über Al-Akhira, über Al-Barzakh, über Jenseits, über die Zwischenwelt, zwischen Dunya und Akhira, wo die Tote sich befinden, kann sein, dass du jetzt Fragenzeichen manchmal sich erwecken und kommen. Könnte, vielleicht muss nicht. Allah Azza wa Jal schickt eine Sache, hier benennt er die Al-Yaqin, weil danach mit Gewissheit weißt du es, dass es so ist. Dann ist es so. Nur das Erkenntnis nach dem Sterben ist für uns zero, null wirksam. Jenny, wenn wir eine Erkenntnis haben nach dem Sterben, nachdem wir gestorben sind, haben wir eine Erkenntnis, null Nutzen nachher. Kein Nutzen, Bruder. Null. Wir können nichts damit anfangen. Jenny, weil wir können nach dem Sterben, weil alles hört auf, die Rechte hören auf, nach dem Sterben können wir nicht einmal sagen, Subhanallah, dass wir dafür etwas bekommen im Paradies. Weil wir wissen, Ibrahim a.s. sagte zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als der Salam der Umma gegeben hat, ein Hadith, der festgehalten ist, Isra und Miraj, was hat er gesagt? Dass der Boden von Paradies ist ein fruchtbarer Boden. Die Leute sollen dir eine Saat legen. Wie? Durch was? Tasbih und Tahmid und Tahlil. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Etwas, was zum Beispiel wir machen werden, wenn der Tag von Eid kommt, was machen wir dann? Takbirat. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Wa lillahi alhamd. Yani, wir machen, sag, guck mal, wir sehen es nicht, wir sehen es nicht, aber diese Wörter ist eine Saat im Paradies, die wir setzen. Yani, die Ernte davon kriegst du erst in Akhira, wenn du das Paradies erreichst. Genau wie Shaibura eben sagte, wenn du eine Masjid baust, zum Beispiel. Du baust eine Masjid. Dieser Bruder hat mit seiner Familie eine Masjid gebaut. Ich habe gesagt, guck mal, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wer ein Haus Allahs auf dieser Erde baut, baut in Allah subhanahu wa ta'ala ein Haus im Paradies. Das heißt, wenn du wirklich ein Haus baust für Allah azza wa jal, und sei es so klein wie ein Käfig, Bruder, wenn du ein Haus baust für Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jal baut dir ein Haus im Paradies, das bedeutet, du bist im Paradies. Das bedeutet, du wirst ins Paradies kommen, selbst wenn du vorher die Hölle erleidest. Weil dieser Wortlaut, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam benutzt, wenn du die Erklärung davon liest, heißt es, dass es Bedingung ist für dich, das Paradies zu bekommen. Es ist eine Bedingung für dich, dass du ein Haus im Paradies bekommst. Bekommst du ein Haus im Paradies, bist du im Paradies. Bekommst du einen Baum in Jannah, wir kennen den Hadith, den wir erwähnten, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, badal islamu ghariban, der Islam fängt fremd an. Und er wird wieder fremd zurückkehren. Das ist eine Sache, die ständig geschieht. Der Islam kommt fremd, die Menschen sagen, boah, das ist was Fremdes. Bis sich das etabliert. Und kehrt wieder fremd zurück. Was sagt der Prophet alaihi salatu wasallam? Tuba li uraba. Fatuba li uraba. Yani, frohe Botschaft dem Fremden, in einer anderen Übersetzung, ein Tuba ist ein Baum in Jannah. Yani ein Baum in Jannah für die Fremden. Frohe Botschaft und ein Baum in Jannah ist dasselbe. Bekommst du einen Baum im Paradies, bist du im Paradies für diesen Baum. Weil das dein Besitz ist im Paradies. Somit, mein Bruder, im Glauben, yani am Ende des Tages, müssen wir verstehen, dass wir die Dinge, die wir tun, tun wir und werden sie ernten später.
Aber solange es nicht dieser Yaqin, diese Gewissheit durch den Tod, durch das Sterben zu uns gekommen ist, müssen wir daran glauben und festhalten mit einer Art und Weise der Verborgenheit, indem wir es nicht sehen. Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir kapieren, dass die Rechte Allah subhanahu wa ta'ala erst enden, wenn wir sterben und nicht, wenn ein Monat vorbeigeht. Yani, Rabbu Ramadan, der Herr des Ramadan, ist auch Rabbu Shawwal. Das ist auch der Herr des Shawwal, der Monat nach dem Ramadan, der jetzt in 2-3 Tagen kommen wird. Den Herrn, den du dienst im Ramadan, den Herrn, den du fürchtest im Ramadan, ist auch anwesend in Shawwal. Ist auch in dem Monat danach anwesend. Den Herrn, den du dienst in Shawwal, ist das ganze Jahr anwesend. Diesen Herrn, den du dienst in einem ganzen Jahr, ist dein ganzes Leben. Yani, was wir kapieren müssen, ist, dass das Dienen, die Ibadah zu Allah, die Pflichten, die er uns auferlegt hat, das, was der uns nahe liegt, das, was der uns verbietet und das, von dem er uns nicht Rat gibt, der sagt, bleib davon fern. Diese Dinge bleiben hattal yaqin, bis die Gewissheit zu uns kommt, nämlich durch das Sterben. Und dann liegen wir da und dann sehen wir die Malaika, wie die unsere Seele rufen. Und wir hoffen, dass die Malaika sagen, oh du gute Seele, hab keine Angst, komm heraus. Ja, dass wir das erleben. Jeder kann für sich entscheiden am Ende des Tages, ob er im Ramadan Allah sich nährt und ihm seine Rechte gibt, die der hat von dir, weil er dich erschuf. Oder ob du sagst, nach dem Ramadan beende ich dieses Recht. Dementsprechend ist die Konsequenz am Yom al-Qiyamah. Dementsprechend ist die Konsequenz, wenn Malik al-Maut kommt. Das Schöne daran ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala, und ich finde das wirklich wunderschön, einen freien Willen gesetzt hat. Guck, Allah hat uns erschaffen, hat uns einen freien Willen gegeben. Entscheidet selbst. Ich muss selber entscheiden, du musst selber entscheiden. Jeder entscheidet für sich. Der Kafir entscheidet, oder sein Kufr. Der Munafik sein Nifaq. Der Muschrik sein Schirk. Der Mu'min sein Iman. Der Muslim sein Islam. Jeder entscheidet für sich. Am Ende gibt es kein Meckern. Du kannst dich nicht vor Allah Azza wa Jal stellen, wenn die Gewissheit zu dir gekommen ist und sagen, ich wusste nicht. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Dass du sagst, ich wusste nicht. Ich konnte nicht. Du kannst Allah nicht anlügen. Wenn du es auch willst, kannst du es nicht. Er wird dir zeigen, dass du konntest. Er wird dir zeigen, dass du wusstest. Weil Allah Azza wa Jal alles weiß. Mit wem willst du hier, jetzt mit wem willst du quasi umgehen? Den, der alles sieht und hört und weiß. Er wusste, bevor du es wusstest. Ja. Nur du weißt es nicht. Das ist der Punkt. Deswegen ist das Schöne daran. Am Ende ist es, weil viele sagen, ja, warum macht man das? Warum ruft man? Warum mahnt man? Bruder, wir ermahnen und rufen untereinander, weil wir wissen, erstens ist das ein Punkt, was uns rettet vor dem Verlust der Menschheit. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat al-Asr, und wir kennen diese Sure allesamt wahrscheinlich, bei der Zeit, die gesamte Menschheit ist im Verlust, und dann zeigt er Punkte, wie du nicht im Verlust sein kannst. Möchtest du nicht im Verlust leben? Mach das, was Allah dir sagt, Bruder. Öffne den Koran mit Verstand. Das ist der Punkt. Wir müssen den Koran lesen, so wie wenn wir diesen Vers lesen, die Verse lesen, dann müssen wir sie auch lesen mit geöffneten Augen. Nicht einfach runterreihen. Das ist eine Problematik, die wir heute auch haben. Die Leute lesen die kurzesten Suren einfach so auswendig lernen. Allah sagt in dieser Sure, und diese Sure ist yani, ein Werkzeug für dein Leben, weil Allah sagt zu dir, guck mal, bei der Zeit, er schwört in einer Sache, die keiner Macht hat, alle sind im Verlust. Außer diejenigen, die glauben, alaikum salam, die glauben, die gute Werke tun, die was machen, sich gegenseitig zu was rufen? Zur Wahrheit.
Was ist die Wahrheit? Qala Allah qala Rasul. Allah sagt, der Prophet hat gesagt, alayhi salatu wassalam. So wie auch Allah sagt ihr in einer anderen Sure, in Sure 18, wenn ihr die freitags liest, Qulul Haqq, sprich die Wahrheit. Wer glauben will, wird glauben. Und wer nicht glauben will, wird nicht glauben. Yani, dir obliegt am Ende nur die Wahrheit zu sprechen. Aber wer glaubt, wird glaubt. Und wer nicht glaubt, glaubt nicht. Also wir machen das aus dem ersten Punkt, weil wir wissen, das holt uns aus der Verlust heraus. Das ist eine Eigenschaft, die Wahrheit zu sprechen. Du gehörst nicht mehr zu den Verlierern, auch wenn die Menschen dich als Verlierer betrachten. Weil du vielleicht mit der Wahrheit die Welt verlierst. Das Diesseitige. Aber im Jenseits gewinnst. Weil Wal Asr, inna linsana la fi khusr, ist nicht wegen Dunya, liebe Geschwister. Allah sagt das nicht zu dir, damit du dann in der Dunya nicht yani, zu den Guten, zu denen gehörst, die viel haben. Im Gegenteil, im Dunya wirst du wahrscheinlich, warum? Was sagt er, nachdem du dir die Wahrheit sprichst? Was sagt Allah in Surat al-Asr? Wata wasabi, sabr. Und diejenigen, die zu Geduld, mit was? Was ermahnst du zu Geduld? Wenn du die Wahrheit sprichst, mein Bruder, wird es nicht einfach auf dieser Welt. Es wird eng auf dieser Welt. Du wirst wahrscheinlich von den Menschen als Verlierer betrachtet oder als nicht der, der wirklich die Vorteile genießt auf dieser Welt. Und du wirst auch keine Vorteile genießen auf dieser Welt. Aber hab Geduld. Warum? In Allah ma'asabirin. Allah ist mit den Geduldigen. Wahrlich die Geduld haben, bekomme Rahma von Allah subhanahu wa ta'ala. Wie Allah azza wa jalla das Schöne im Koran sagt. Wir müssen den Koran lesen mit Verstand. Wir müssen den Koran lesen mit geöffneten Herzen und Augen. Also wollen wir nicht zu den Verlierern gehören im Jenseits. Wenn Yaqin gekommen ist, wenn alle Menschen sehen, oh mein Gott, die Muslime haben recht gehabt, es gibt eine Waagschale, es gibt Jannah und Jahannam. Weißt du, wann die Menschen es eins zu eins verstehen werden? Wenn Allah Azza wa Jal Jahannam kommen lässt mit 70 Knoten, Bruder. Ja, die Tausende von Knoten, Malaika, Millionen von tragen Jahannam. Dann gehen Propheten auf Knie, Bruder. Malaika gehen auf Knie. Was denkst du, was diese Menschen, die Allah abkriegen, die sagen, ach, die und ihr Gott, die und so. Was denkst du, was mit diesen Menschen sein wird? Die jetzt sich als Gewinner betrachten. Was denkst du, wie die sich betrachten werden am Yawm al-Qiyamah? Und wir machen das, weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فَذَكِّرْ إِنَّ فَعَتُ ذِكْرَ. Ermahne dort, wo die Ermahnung nützt. Ermahne letztlich derjenige, der Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet. Am Ende aber entscheidest du selbst, ob du zu denen gehören wirst, die Allah subhanahu wa ta'ala dienen, egal welcher Monat, die versuchen und sich bemühen, der Religion nahe zu kommen oder mit der Religion was anzufangen oder von der Religion was zu lernen, egal welchen Monat. Entweder gehörst du zu dem Bruder, der versucht auch in die Messe zu gehen außerhalb Ramadan, weil irgendwie im Ramadan bemühen wir uns alle mal in die Moschee, oder Vorträge zu besuchen oder sich mit der Religion zu beschäftigen, auch außerhalb Ramadan. Entweder wirst du zu denen gehören, die das verstanden haben und so sich bemühen werden, sage ich warum, weil es wird immer ein Fall und ein Aufstehen geben. Oder du wirst zu denjenigen gehören, die sagen, ach, alles gut, wir machen Laylat al-Qadr und Ramadan und außerhalb Ramadan, ich nächsten Ramadan. Wer weiß, ob wir was jemals wieder erreichen werden. Keiner von uns will es. Keiner. Bruder, wenn Menschen wie Hassan al-Basri, rahimahullah, Schüler von Aisha radiallahu anha, gesagt hat, wer weiß, vielleicht hat Allah nichts von unseren Taten angenommen. Wer sind wir? Was wollen wir sagen, wenn wir dann nur Allah am Rande dienen, nämlich im Monat Ramadan? Und außerhalb vom Monat Ramadan sind wir dann das, was wir sind. Wenn Menschen, liebe Geschwister, wie Abdullah ibn Abbas, als er gefragt wurde, was er sich wünscht, er sagte, ich hoffe, Allah wird mir vergeben. Jemand, ein Sahabi, Bruder, wenn du über Abdullah ibn Abbas liest, du fragst, was hat Abdullah, yani wirklich, welche Sorge trägt er? Jemand, der am besten den Koran verstanden hat, der von seinen jungen Jahren aus mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam war.
andere Sahabis, liebe Geschwister, wenn ihr die liest, die waren Gouverneure eines Staates. Und dann ging der zu Umar ibn Khattab und sagte zu Umar ibn Khattab, ja Umar, bitte nimm mir diese, als er gemerkt hat, Dunya kommt mehr, es vermehrt sich die Dunya bei ihm, das Weltliche. Er ging zu Umar ibn Khattab und sagte, ja Umar, nimm mir diese Dings weg. Er war in Basra Gouverneur und sagt, nimm mir es weg. Umar sagt, nein. Yani, der hat Allah so sehr angefleht, dass der nicht, der wollte es nicht. Weil er hat Angst gehabt, dass diese Dunya seine Akhira klaut. Auf dem Weg, auf der Rückreise zurück zu seiner Stadt, wo er Gouverneur war, starb er. So sehr hat er das nicht gewollt. Allah Azza wa Jalla hat ihn zu sich geholt. Was wollen wir sagen? Musab ibn Umair, liebe Geschwister, der eingesperrt worden ist, nachdem der La ilaha illallah gesagt hat, der weggegangen ist wegen La ilaha illallah nach Abyssinien, der zurückkommt nach Mekka, ihm wird alles verwehrt an Reichtümern, der gehörte zu den Edelsten der Quraysh. Den wird alles verwehrt. Ja, guck mal, es heißt jetzt, du bist für La ilaha illallah, du bist für Islam, null. Wallu, du bekommst gar nichts. Er geht als Erster, er kommt Medina, großer Hijra, er kommt als Erster an. Und der stirbt, der Mann besitzt nur einen Kamis, mit dem man den wickeln kann. Guck mal, was dieser Mensch aufgegeben hat für seine Religion. Und was wir opfern und aufgeben. Ein Monat und nach einem Monat fällt uns alles schwer. Denn Musab ibn Umair hatte die Dunya vor seinen Füßen. Er könnte sagen, nein, okay, nein, ich bleibe so auf das, was ich... Lass mal Islam, lass mal auswandern, lass mal jetzt gehen, lass mal so viel... wozu so... Der Besitz, Bruder, du kannst dir vorstellen, du bist jetzt jemand, der Häuser besitzt, Autos, Geld, dein Konto ist voll, ohne Sorgen. Und jetzt wird dir gesagt, guck mal, wenn du dich aber entscheidest, dich mit den Muslimen zusammenzutun oder bei dem, wenn du jetzt anfängst, zu Vorträgen zu gehen und du betest fünfmal am Tag und du lässt dir ein Bart wachsen und du fängst die Sunna an zu praktizieren und du liest, dann nehmen wir dir alles weg. Was denkt ihr, wie viele von uns das mitgemacht hätten? Oder die meisten, wenn das heißt, du verlierst deinen Job, wenn du zum Jumma gehst, die entscheiden dich für den Job. Das ist unser Verständnis von Allah ist al-Razzaq. Allah ist der Versorger. Das ist unser Verständnis. Das ist unser Verständnis. Das ist unser Verständnis. Die Leute werden zu dir. Und wenn der sich für Jumma entscheidet, dann werden die Leute kommen und sagen, oh, bist du bescheuert? Oder Allah vergibt schon. Oder ich komme darauf nicht klar, ehrlich. Ich persönlich komme darauf nicht klar. Möge Allah uns nicht stark prüfen. Aber liebe Geschwister, das ist unser Zustand. Das ist unser Zustand. Wir werden mit diesem Zustand vor Allah uns stellen. Dass wir uns stets für die Dunya entschieden haben, wenn es ist Islam oder Dunya. Immer wenn es ist Din oder Dunya, wir haben uns für Dunya entschieden. Und das müssen wir zugeben. Das müssen wir zugeben. Das ist eine Wahrheit. Die können wir nicht leugnen. Ein wenige haben es anders gehabt. Meistens ist das so, Bruder, dass wir uns stets für Dunya entscheiden. Wenn es eng wird, fliehen alle, Bruder. Wie Schmetterling, wenn die auf Blumen sitzt, du gehst einmal so mit deinen Händen und alles fliegt dann wie Heuschrecken. Alles weg. Wenn es heißt Dunya oder Din, dann wird es richtig eng um die Brust. Aber Bruder, wenn du deine besten Vorfahren, lass mal uns ne, zur Seite, wenn du auf die besten Vorfahren schaust, ach kam das nicht in Frage, Bruder. Es kam nicht in Frage, ob die sich für die Dunya entscheiden müssen oder für die haben sich zu 100% für den Dien entschieden. Und haben nicht das wenig Dunya, was wir haben. Manche von denen haben wirklich viel gehabt, oder? Die haben es losgelassen. Deswegen sagt der Hasan al-Basri, Schüler der Sahaba, zu seinen Schülern, hättet ihr die Sahaba gesehen, hättet ihr gedacht, die wären verrückt. Normal, Bruder. Hättest du Musab ibn Umair gesehen, er besitzt so viel, er entscheidet sich für den Islam und lässt alles dafür los. Du hast gesagt, er ist verrückt. So hätten wir ihn heute bezeichnet. Wir hätten ihn heute so bezeichnet. Bruder, brauchst du nicht. Nein, bleib erstmal da, wo du bist. Musst du jetzt nicht auswandern nach Medina. Halt erstmal deinen Besitz. Du musst nicht alles abgeben. Und das ist unsere Problematik. Das ist deren Verständnis und unser Verständnis. Warum kommt unser Verständnis so? Weil wir die Religion gemacht haben,
bisschen Koran lesen. Im Ramadan sind wir gottesfürchtig. Alles ist gut. Lass uns nicht zu laut werden. Lass uns nicht ermahnen. Lass nicht zu eng, nicht zu viel. Yani, wir schmeicheln uns gegenseitig, liebe Geschwister. Wir schmeicheln uns gegenseitig. Immer so, alles ist okay. Alles ist gut. Der betet nicht. Alles ist gut. Der fastet nur, der betet aber nicht. Kein Problem. Ach, es ist ein großes Problem. Wenn ich bete, du hast ein großes Problem bei Allah. Ich weiß, dass manche trauen das nicht zu sagen, weil man will geschmeichelt werden, man will gemocht werden. Aber es geht nicht um gemocht werden, Bruder. Es geht schon um die Wahrheit. Allah sagt in Surat al-Kahf nicht, sprich Schönes. Er sagt, Qulul Haqq, sprich die Wahrheit. Danach kann jeder entscheiden, aber sprich die Wahrheit. Aber mit diesem Schmeichelei, was wir schaffen, liebe Geschwister, ist gar nichts. Wir machen uns nur noch schwächer, als wir sind. Wir müssen uns gegenseitig die Wahrheit ins Gesicht sagen. Wenn du nichts Verlust haben möchtest, du hast angefangen zu glauben, du hast angefangen, deinen Glauben in Tat umzusetzen, dann sprich die Wahrheit und dann, wir müssen uns gegenseitig die Wahrheit sagen. Und dann sage ich dir, gedulde dich, Bruder. Es werden schwere Tage kommen, aber gedulde dich. Also, hast du im Ramadan zurückgefunden zu Allah Azza wa Jal und du hast angefangen zu glauben und du hast versucht, deinen Glauben in Werken umzusetzen. Mein Bruder, die Wahrheit liegt darin, dass du nach Ramadan weitermachen musst, dass das keine Entscheidung ist, wenn du dich zu den Gläubigen sprechen willst. Wenn du sagst, ich bin gläubig, wenn du sagst, ich bin Muslim, ich bin Gott ergeben. Und dann sage ich dir, aber dann hab Geduld, weil wenn du weitermachst nach Ramadan und den Shaitan nicht mehr die Hand reicht und wenn du dann die Schwester sich bedeckt nach Ramadan und der Bruder wird stabil nach Ramadan und er bleibt doch gewissen Orten fern und er bleibt gewissen Taten fern, dann, mein Bruder, sage ich dir, musst du Geduld haben. Weil danach wird der Freundeskreis weniger, die Menschen um dich herum werden weniger, vielleicht geht der Job flöten, vielleicht wird dein Besitz weniger, weil Allah wird dich prüfen. Weil Allah so sagt das im Koran, das ist sein Gesetz. Seine Erde ist sein Gesetz, Bruder. Seine Scheiße, Bruder, kannst du nicht gegen machen. Aber du kannst auch sagen, nein, ich will nichts davon. Ich will nichts davon wissen. Lass mich bitte nicht. Weil wisst ihr, die meisten ärgern sich darüber, wenn wir darüber reden, warum erzählt man... Die Leute wollen Schmeichelein hören, schöne Geschichten. Ja, nee, bitte. Bei Allah, dem Herrn der Welt. Die Sache ist doch ernsthafte Bitterkeit. Nuh a.s. hat nicht 950 Jahre die Menschen gerufen zum Tauhid, weil das einfach so Spaß ist. Weil das ernsthafte Angelegenheit ist. Wenn das Leben abgelebt wird, ist es weg. Hast du abgelebt, deine Jahre hast du sie abgelebt. Wir können dich nicht mehr zurückholen. Da können die Leute Gläser rücken und machen, was sie wollen. Wir holen dich nicht mehr zurück. Bruder, bist du gegangen? Bist du gegangen. Das musst du verstehen. Darum ist das ernst. Darum muss man uns das normal sagen. Vernünftigkeit ins Herz legen. Wenn du ablebst, lebst du ab. Kommst nicht mehr zurück. Deswegen haben die Propheten so, die waren hartnäckig in der Dauer. Sie sind dran festgeblieben. Sie haben immer wieder gerufen. Sie haben nie aufgehört. Egal, was ihnen widerfahren worden ist. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Allah gedient, bis Yaqin gekommen ist. Er hat nicht aufgegeben. Egal, was auf Prüfungen zu ihm kamen. Also müssen wir es machen wie er. Also, mein Bruder, machst du weiter nach Ramadan, kommt Prüfung. Oder du kannst sagen, nein, dann warte auf Yaqin. Nur dann kannst du nicht mehr sagen, man hat es dir nicht gesagt. Oder ich wusste es nicht besser. Oder ich habe gedacht, ich habe noch Zeit. Das ist der Punkt. Das ist am Ende der Punkt. Deswegen müssen wir uns zur Wahrheit rufen. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Weil wir sind alle vergessliche Geschöpfe. Ich, ihr, alle. Der redet, die zuhören. Wir müssen uns immer gegenseitig. Wir brauchen das gegenseitig, liebe Geschwister. Das ist eine Sache, die uns ausmacht, dass wir nicht im Verlust leben. Wenn wir das aufhören, haben wir alles verloren. Dann können wir uns auch mit den Leuten, die im Verlust leben, dazustellen. Das Leben ist kurz, sehr, sehr kurz, kürzer als wir uns das vorstellen. Ihr seht, guck mal, wir haben 19.50 Uhr, gleich ist Iftar, dieser Tag ist weg. Alassian, was bleibt? Seht ihr, was war dieser Hunger und Durst? Das ist eine kurze Angelegenheit. Das Leben ist noch kürzer, Jungs. Es ist noch viel, viel kürzer, als wir denken. Fragt mal alte Leute. Ich muss das mal für euch machen, wenn ihr alte Leute trifft, wie schnell ging das Leben vorbei? Dann wird ihr sagen, ich denke, eigentlich... So denke ich noch, als wäre ich noch 20 oder so, oder 30. Oder ich habe gestern so Videos geguckt von Mesjid al-Sunna von früher.
so einer der ersten Freitagsreden, die ich gehalten habe und so. Und ich habe gedacht, wo ist das Leben? Es kommt mir vor, als wäre das so gestern. Wo ist das Leben hin, ja? 41, wo ist das Leben hin, ja? Es gibt viele Leute, die haben Ramadan dieses Jahr nicht geschafft. Und wer weiß, wer aus diesem Raum, ob wir das alle schaffen. Das Leben ist so kurz, Mann. So kostbar, so kurz. Weißt du, was ich machen muss? Ich muss dieses Video von Ali Bender nochmal sehen, dem Bruder mega leid. Segna Allah hat ihn als Zeichen für uns gelassen. Amen. Der hat sein Leben als Zeichen für uns gelassen, Ali Bender. Der war ein guter Freund. Also, Hoblos kannte den schon. Er hat mir ja gesagt, der kannte ihn sehr, sehr lange. Der mit seinen Freunden war, die waren befreundet. Ich habe immer gedacht, er hat ihn erst so kennengelernt, dass er Krebs bekommen hat. Und er muss sein Leben sehen. Er gibt euch, wenn du das Video von dem siehst, schmeckst nichts mehr auf dieser Welt. Er zeigt da in diesem Video seine Gucci-Cappies und sein Lambo und so und das Ferrari, glaube ich. Schmeckt nicht mehr. Du siehst in ihn selber, wie der dir das zeigt, so schmeckt nicht. Das hat keinen Wert so. Er zeigt dir so das Parabelbeispiel, wir müssen uns wirklich bemühen, wahrlich viel in der Religion. Wir müssen viel tun in der Religion. Wir dürfen nicht warten, bis so eine Nachricht kommt von Malik al-Maut, ey, ich hole dich in 3 Jahren ab. So. Weil du Magenkrebs hast oder was auch immer für Krebsarten es gibt. Das wäre ein bisschen so lasch. Das wäre ein bisschen lasch. Deswegen habe ich auch Mohammed Hoblos verstanden, als er gesagt hat, es ist fast heuchlerisch zu sagen, oh, wenn ich Krebs bekomme, dann würde ich auch alles abgeben und so. Das Urteil, dass wir sterben, steht schon fest, wenn du früh geboren bist. Allah hat das Sterben, das Leben und das Sterben erschaffen, Bruder, gleichzeitig. Und das Urteil steht schon fest. Er hat recht, es ist fast heuchlerisch, so zu denken. Boah, hätte ich Krebs, hätte ich auch jetzt alles abgegeben, ich hätte alles gespendet. Weil ich habe immer gemacht, so zur Familie gesagt, wenn ich sterbe, bitte gebt alle meine Klamotten ab und so, spendet sie so in meinen Namen und so. Weil ich habe gesehen, wie viel Pullover ich habe, wie viele Hosen, Joggers. Boah, wohin mit den ganzen Klamotten, ja? Wo ich mal Pullovers, ich habe 25 Pullovers. Wohin mit diesen Pullovers? Mhm. Weißt du, wie die mich belasten? Da habe ich auf meine Schuhe gehabt, so 20 Paar Schuhe. Was? 20 Paar Schuhe? Zwei Füße, ja? 20 Paar Schuhe. Da habe ich gesagt, boah, aber normalerweise, wenn mein Iman stärker ist, sagen wir ab. Dann soll ich mal 2, 3 Sachen, alles gut, mehr brauche ich nicht. Boah, die Kuffar machen sie sogar nach, so Minimalismus und so, die zeigen dir das. Ja, ich bin lieber Minimalismus. Aber wir schwimmen in dieser Dunja. Und wir schwimmen so tief, dass wir sehen gar nicht mehr den Himmel so. So tief schwimmen wir. Wir sehen das alles nicht mehr. Bis der Haken kommt, papp, uns aus der Dunja zieht. Wie der Haken kommt, den Fisch aus dem Wasser zieht. Der Fisch kriegt keine Luft mehr. So wird das auch bei uns sein. Kommt irgendwann ein Haken. Hopp, er zieht sich aus diesem Wasser. Ah, jenseits, was, warte. Mutter, Vater, oh, Dann hoffen wir, dass das gereicht hat, was wir gemacht haben. Dann hoffen wir, dass das gereicht hat, was wir gemacht haben. Das ist der Vortrag, inshallah, letzter im Ramadan. Mögen wir den nächsten Ramadan erleben. Mögen wir den wirklich erleben, weil ich habe letztens die Frage gestellt bekommen, was ist die Strafe für jemanden, der nicht fastet im Islam? Yani, was die Strafe? Und wisst ihr, was ein Sheikh mir gesagt hat? Die Strafe für denjenigen, der nicht fastet im Monat Ramadan, ist, dass er nicht belohnt wird. Allahu Akbar. Dass er diese ganze Hasanat verpasst. Was für eine Aussage, oder? Seine Strafe liegt darin, dass er den ganzen Lohn verpasst. Weil ihr wisst, der Ajr im Ramadan ist ja begrenzenlos. Darum sagen die Ulema, ein Toter hätte sich, wenn er sich was wünschen dürfte, hätte er sich einen Tag im Ramadan gewünscht. Weil im Ramadan, die Belohnung ist ajib.